Willkommen zusammen zu meinem neuen Gemälde. Nein, Spaß beiseite. Ihr seid jetzt gerade Zeuge der Entstehungsgeschichte des ersten Logos aus meiner digitalen Feder, was den Weg in unseren Shop finden wird. Und ich bin mega aufgeregt, weil ich das irgendwie noch gar nicht so richtig realisieren kann, dass irgendwas, was ich fabriziert habe, hier tatsächlich den Weg in unseren Shop findet. Falls ihr euch fragt, was das hier eben mit dem auf sich hatte, die ganze Logo-Idee ist quasi auf Wunsch hin auch teilweise der Community von unserem Hauptkanal, vom Let's Play-Kanal entstanden. Denn es gab da mal Vorkommnisse oder eine Situation von einer Weile in einem Freitag der 13. Stream. Und diese Situation ist bei uns mittlerweile wirklich zu einem Running Gag geworden. Und wie gesagt, es kam dann einfach die Idee oder der Wunsch, hey, daraus könnte man doch vielleicht wirklich mal was machen. Viele haben danach gefragt und haben gesagt, boah, das wäre was, sowas im Shop. Und ich hatte heute ein bisschen Luft während dem Videos rendern und habe mir gedacht, komm, jetzt hockst du dich mal hin. Ich war heute sowas von top motiviert und habe mir dann meinen Stift gekrallt und habe einfach mal losgelegt. Tatsächlich wusste ich überhaupt nicht, wie Tobi aka Professor Gamer, um den es hier geht, auf diesem Logo in echt aussieht. Ich hatte nur so ein paar grobe Angaben. Und zwar, dass er sehr, sehr schmal ist von der Figur her, dass er blonde Haare hat und hinterher habe ich noch rausgefunden, dass er grüne Augen hat. Das Ganze seht ihr dann aber im nächsten Video, wo ich das koloriere. Und Fabi hatte den Wunsch geäußert, mach doch eine Sprechblase daneben. Und er hatte gesagt, er hat so Beaker vor Augen. Kennt ihr Beaker von den Muppets? Ich habe mir das so ein bisschen, zum Anlass nicht, aber so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich das eher schmal machen wollte dann und habe mir überlegt, okay, wie kriegst du das jetzt hin? Wie kriegst du eine Fusion aus Beaker und normaler menschlicher Person hin? Ich glaube, es ist mir relativ gut gelungen. Ihr habt übrigens eben gesehen, was ich mit den Augen gemacht habe, was das letzte Mal nicht so gut gelungen ist, und zwar das Kopieren. Ich habe das diesmal bewusst so gemacht, auch schon bei der zweiten Gesichtshälfte im Übrigen, dass ich noch nichts koloriert habe und dann einfach das Ganze kopiert habe, gespiegelt habe, weil dann einfach die Augen 1:1 gleich sind. Und wenn man jetzt nicht irgendeinen Gesichtsausdruck mit zusammengekniffenen Augen machen möchte, dann kann das sehr hilfreich sein, selbst bei zusammengekniffenen Augen, denn man kann das ja per Transformation hinterher alles noch anpassen, was ich auch gemacht habe. Denn ich habe hinterher festgestellt, okay, mir sind für den Manga-Stil die Augen definitiv zu klein. Dann habe ich sie einfach noch größer gezogen, bis sie meinen Vorstellungen entsprochen haben. Und das ist auch das, was ich euch ja immer wieder gesagt habe, auch schon in den letzten Videos. Macht das Ganze mit Ebenen. Macht jeden einzelnen Part auf eine neue Ebene. Macht die Umrisse vom Körper. Jetzt hier zum Beispiel das Gesicht, macht das auf eine eigene Ebene. Setzt das Gesicht auf eine eigene Ebene. Und setzt vor allen Dingen dann auch nochmal die Haare auf eine eigene Ebene. Denn ihr habt gerade auch gesehen, ich war nicht so ganz zufrieden. Die Haare waren für mein persönliches Auge zu hoch. Und dann habe ich einfach mir die Ebene geschnappt und habe einfach die kompletten Haare ein bisschen nach unten gerückt. Das würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr digital zeichnet. Nutzt Ebenen, denn die erleichtern euch das Leben ungemein. Ihr müsst dann nicht einfach radieren und alles nochmal neu machen. Ihr könnt es, wie gesagt, verschieben, ihr könnt es über Bearbeiten und Transformieren, frei transformieren, könnt ihr es komplett nochmal verschieben und verzerren auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, finde ich, von meiner Seite aus. Und hier seht ihr auch schon, ich habe zum allerersten Mal wirklich eine Brille gemalt. Ich hatte die Vorgabe, sie sieht ähnlich aus wie deine. Da habe ich mir gedacht, komm, mach es mal mit Blau, dass du so ein bisschen besser erkennst, wo die Brille sitzt. Und dann habe ich mich mal an der Brille versucht. Gut, ihr Lieben,
Das Video ist leider schon vorbei. So viel war das jetzt gar nicht mit den Outlines. Die gingen diesmal recht schnell. Bei der Koloration habe ich, glaube ich, diesmal ein bisschen länger gebraucht bei der Kolorierung. Die gibt es dann morgen in einem weiteren Video. Und ich bin diesmal mega gespannt auf eure Kommentare, weil viele Zuschauer des Let's Play Kanals sich dieses Logo gewünscht hatten. Von daher, ich bin gespannt und bis morgen.